Hallo alle zusammen. So, ich habe hier noch was für euch vorbereitet, nachdem wir den süßen Baby-T-Rex jetzt gehäkelt haben. Häkeln wir jetzt was Kleines, ja? So ein kleines Häschen oder ein kleines Kaninchen, wie man es nimmt. Es ist wirklich klein, fein, knuddelig, kann man wunderbar mitnehmen, ne? So wirklich winzig. So, ja, ich habe den halt aus Restwolle gehäkelt und so schaut er halt aus. Ich drehe mal ein bisschen, damit ihr das gesamte Werk betrachten könnt. Der guckt bei mir ein bisschen traurig, finde ich. Naja, ist nicht schlimm. Machen wir bei dem nächsten etwas andere Stickereien, dann halt, guckt er dann halt nicht mehr so traurig. Ja, der guckt bestimmt traurig, weil er keine Spielkameraden hat. Ne? So, braucht ja noch ein bisschen Gesellschaft, das kleine Häschen hier. So, das werden wir halt hier als nächstes häkeln. Also so einen kleinen Hasen. So, der wird ja mehr oder weniger so in eins gehäkelt. Also die Ohren werden reingehäkelt und ich habe jetzt schon überlegt, also die sind mir ein bisschen zu weit hinten. Ich werde in Reihe, also in dem Video werde ich Reihe davor halt hier schon reinhäkeln, weil irgendwie sind die mir noch ein bisschen zu weit hinten. Aber es ist ja auch mein Prototyp-Häschen. Das ist es ja, ne? Ich arbeite erstmal was aus, überlege, dann verändere ich noch was passend und damit es halt optimal ist für euch. So, die Äuglein sind hier bei dem 12 mm, so ein bisschen flachere, so schaut es halt aus. Für die Nase habe ich jetzt halt ja, mich für die Stickereien entschieden, aber ihr könnt natürlich auch eine Kunststoffnase reinsetzen. Ich weiß nicht, ob ich in dem Video jetzt halt eine Stickerei machen werde oder eine Kunststoffnase, mal schauen. Aber ich denke mal so, ja, 1,5 cm Durchmesser würde passen, ne? Also das ist halt so um den Dreh halt von der Größe, falls ihr überlegt, halt eine Nase reinzusetzen. Schwänzchen und die Füßchen sind dran genäht, aber es geht schnell, weil die sind ja kleine Teilchen halt und das ist ruckzuck mit ein paar ja, Nadelstichen halt dran genäht. So, und das ist wieder so ein kleines Projekt halt für ja, Restwollbestand. Man kann ja zum Beispiel auch den Körper in einer Farbe häkeln und dann halt die Ohren in einer anderen Farbe und halt Schwänzchen und Füßchen auch. Also kann man ein bisschen anders absetzen. Man kann natürlich auch für die Ohren und Schwänzchen halt so eine Kuschelwolle nehmen, was halt so ein bisschen mehr ja, Fasern hat, so wie Teddywolle und so weiter. Würde damit auch wunderbar funktionieren. Dann hättet ihr so einen richtig knuddeligen, kuscheligen Häschen. Ja, wie gesagt, der ist klein, fein und niedlich. So, und ich hoffe, ihr freut euch auf den kleinen Hasen hier. Bis demnächst.